No, 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 please no. Oh, ich sterbe jetzt. Ja, ich bin tot, 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 ich bin nicht tot, ich bin nicht tot. Oh mein Gott. Gerade noch so ausgewichen hier, ich will nicht sterben. Oh nein, jetzt kommt der auch noch. Ah, damit habe ich gar nicht gerechnet. Hm, scheiße, jetzt bin ich wirklich tot, also wenn ich das überlebe, ja. Nein. Well, no, I'm fucked. No, 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 no. Oh, 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 come on, come on, come on, come on, come on. Oh, I got it. No! Oh, fucking. Komm, nein. Ja. Mm, ja. Nein, was? Ah, doch. Rakete weg. So, schnell zu meinem Safe Point. Nein! Oh, scheiße. Feinde, fass dich. Und die Tiefe, da gibt's ja auch noch. Nein. Ah, na. Fuck. Fuck. Let me alone. Let me alone. Let me alone. Gut. Sind sie dann hier so oben, dann kann man sie hier nicht wirklich erwischen, aber man kann sie hier erwischen, wenn sie hier nach oben gehen. Und dann gehen sie auch manchmal hier nach oben, die Schlauberger. Wenn sie natürlich hier auf der Treppe sind, kann man sie sehr, sehr schwer treffen. Fast schon gar nicht. Manchmal bleiben sie auch da stehen. Manche kommen auch wieder aus dem Hangar. Ja, da bleiben sie jetzt gerade stehen. Aber man kann sie so leicht treffen. Und ich weiß gar nicht, wenn sie eine Granate werfen. Ja, sehr gut. Also das meine ich halt, dass die Reichweite sehr hoch ist. Ich gehe jetzt mal raus hier. Dann sollten auch die Gegner schnell kommen. Da sind sie. Das ist der Fette. Das ist der Normale. Und hier kommt jetzt der Fette wieder. Geiler Anzug. Rot. Und die halten auf jeden Fall ziemlich viel aus. So, jetzt könnten wir tiefer da kommen. Und natürlich wieder eine Versorgungskapsel, wie auch im Tutorial, die jetzt hier irgendwo wieder zwischenlandet, landen wird. Ich fliege da mal mit dem Jetpack hin. Und die Gegner können natürlich die für sich beanspruchen. Das heißt, am besten wäre es, wenn das man in der Runde macht, wo halt nur AT-ST kommen. Die können das halt nicht. So, jetzt müssen wir gucken. Die sind wirklich gefährlich hier, die T-Fighter. Die darf man nicht unterschätzen, auch auf Schwierigkeitsgrad normal bestimmt. Da kommen sie. Und da kann man gleich einen zerstören. Der explodiert gleich, wenn es gut gelandet ist. Nein, er ist entwischt. Das ist heftig. So, jetzt wurden wir hier vom T-Fighter getroffen. Versorgungskapsel ist leider jetzt an den falschen Mann geraten. Das ist, wie gesagt, Präzisionsgewehr. Ich versuche, die Kapsel jetzt wieder für mich zu gewinnen. Sehr, sehr gewagt. Hätte ich niemals gemacht auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. So. Das Ding ist, es gibt... T-Fighter wird natürlich als eine Person bezeichnet. So, jetzt sollten wir aber schnell fliehen und dann warten wir, bis die Versorgungskapsel mal durch ist. Und das am besten, wenn er uns den Rücken gekehrt hat. Nicht, wenn er auf uns zufliegt, weil wenn er auf uns zufliegt, dann schießt er ja. Und in der Sekunde, also bevor er hier irgendwie auf uns raufkracht oder hier gegen den Hangar fliegt, macht er noch einen kleinen Looping, damit er wieder zu einem neuen Angriff starten kann. Wie man es hier vielleicht sehen kann. Habe ich ihn aber jetzt getroffen, das heißt, die Runde ist beendet. Aber man sieht auch schon, das Blaue ist voll. Wir gehen hier schnell mit dem Jetpack rüber und ich glaube, der AT-ST-Angriff könnte bald kommen. Ein Herz in der Nähe. Und hier haben wir dann, wie gesagt, die Items. Ich gehe jetzt einfach mal, weil es ja easy eigentlich ist, beziehungsweise normal, gehe ich hier einfach mal lang. Ich könnte euch auch nachher nochmal so einen Trick zeigen, falls ihr gerade selbst bei dem Spiel seid und das Problem habt, dass diese Map wirklich OP ist. Für euch aus. Hängt halt von dem Spieler halt auch von ab. Natürlich ist es schwierig, das gebe ich zu. Auf schwer kann man das hier aber auch ohne den Trick schaffen, aber es ist eines der schwierigeren Maps, weil die T-Fighter ganz, ganz unberechenbar sind. Und er hält viel aus, jetzt ist er aber auch endlich mal erledigt. Ich wollte gar nicht durchdrücken. Es gibt auch in jeder Map so ein... Oh, das letzte Fighterchen ist hier so ein Druide. Es gibt in jeder Map auch verschiedene Schlüssel, sage ich jetzt mal. Also Informationen, die man noch einsammeln kann. Alles relevant für die Sterne. Wer hier top in einer Runde zum Beispiel alle Sterne bekommen möchte, dem würde ich wirklich den Hut abziehen. Dann muss man wenig auf schwierig spielen. Und ich glaube... maximal einmal sterben oder sowas.
Mein Suchpunkt, ja. Mal zu den hier. Von wo kommt der eigentlich? Aus dem Hangar raus, ne? Okay, die ganze, ich habe den gelben gar nicht gesehen, so klein war das. Druide zerstört. Und ich würde mal sagen, take this, my friend. Good item. Und ich treffe gar keinen. Ich hab die vielleicht ein bisschen paralysiert. Warte ich. Feuer ich. Warte ich und feuer ich. Was machst du denn da? Wenn jetzt ein Tiefer da kommen würde, wäre ich tot. Zum Beispiel. Also, das ist das Unberechenbare. Meistens sind es zwei Tiefhörter pro Runde. Jetzt bin ich aber der festen Überzeugung, dass ein ATST langsam kommen müsste. Noch eine Versorgungskapsel, Fahrzeuggeschütz. Können wir hier mal aufstellen. Ganz gut. Und eine intelligente Rakete, die nur intelligent bei Fahrzeugen ist. Und nicht etwa, wie ich es am Anfang dachte, bei anderen Sturmtrupplern oder Rebellen. Und es ist noch keine Welle. Doch, ein ATST kommt da oben. Links sehen wir ihn eingeblendet. Die sind jetzt blöd positioniert, beziehungsweise gut positioniert. Aber natürlich blöd für sie. Kann ich jetzt locker zerstören. Und der ATST, der ballert schon richtig. Da ist er. Und ich gehe jetzt hier raus. Und es sind 40 immer. Wenn es nur noch wenig Leben hat, wie gesagt, dieses Türmchen hier zu zerstören, weil in der nächsten Runde... Oh, T-Fighter wieder. Bin nicht voll erwischt. Der ist hier gerade drüber. Ich warte mal, bis er gleich hier rüber fliegt. Ja, jetzt fliegt er immer rum. Jetzt ist er da oben. Was? Wie kann es ein T-Fighter sein, wenn ich einen ATST gesehen habe? Ist noch ein Gegner. Das ist jetzt wirklich merkwürdig. Da steht ein Gegner. Aber ein T-Fighter sollte eigentlich auch als Gegner zählen. Take this, my friends. Die Frage ist, ob ich warten soll, weil er gleich sein Looping macht. Genau jetzt. Wow, du triffst mich nicht. Welle 6 gemeistert. Ist ja komisch. Hat das Fahrzeug geschützt, ist zerstört? Nice. Nice work. Oh, da vorne ist wieder ein Herzchen. Ich will dein Herz. Ich fliege gleich drüber. Was mache ich da nun? Ist mir egal, egal. Yeah. What the fuck? Ich habe keinen getötet. Gut, dass ich hier so ein Präzisionsmord, Alter, ey. Könnte ich jetzt zum ersten Mal sterben hier? Ja? Greifen zuerst mein Fahrzeuggeschütz an. Gute Ablenkung. Natürlich schlecht, weil die ATST, Alter, die Schilder, wenn wir hochfliegen hier. Dann explodieren sie schön. Vier Gegner noch. Mein Gott, die haben ja hier gar keine Schnitte gerade. Sage ich und sterbe wahrscheinlich hier. Nein, es sieht ganz gut aus. Okay, jetzt kommt noch ein paar. Da unten ist wieder einer. Und da habe ich ihn voll erwischt. Einer ist noch übrig. Einer ist noch übrig. Da ist er schon. Und er ist tot. Yeah. Das wird dem Imperium eine Lehre sein. Ja. In der Tat, würde ich sagen. Und ich fliege jetzt mal wieder rauf. Beschleunige das ein bisschen. Es ist jetzt Welle 8. Und ich würde sagen... Ich zeige euch nach der Welle 8, weil dann auch wieder T-Fighter kommen. Ob jetzt T-Fighter kommen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall... So. Zeige ich euch dann einen Trick, wie ihr das Ganze schafft. Vielleicht auch auf normal, falls ihr Probleme auf normal habt. Kann ja sein. Ist ja nicht schlimm. Ich hab's ja auch noch nicht geschafft, vielleicht kriege ich ja selbst Probleme. Okay, jetzt muss ich hier raus, leider. Oh. Der ist fast tot, ne? Zwei Gegner noch. Und den fetten. So, wunderbar. Ich mach mal einen Headshot. Dann ist er fast so gut wie tot. Jetzt ist er natürlich tot, weil ich ihm schon vorher Schaden... Jetzt drücke ich gar nicht Viereck, weil er beim nächsten Mal... Er ist eigentlich dann größer sein müsste und keine Gegner da sind. Von daher ist es nicht wichtig. Eine Versorgungskapsel schafft uns jetzt wieder ein bisschen Zeit. Der ganze Trick funktioniert ganz simpel. Man geht hier runter und hier sieht man gleich
Eine kleine Abtrennung. Hier geht's links, alles grau. Aber da ist noch ein bisschen weiß tatsächlich. Wenn man hier richtig fällt, bin ich richtig? Ich muss mal überlegen. Warte mal. Bin ich hier richtig jetzt hier so? Eigentlich schon, ne? Ja, ja, genau. Hier, genau. Hier ist jetzt zwar zurück in die Schlacht, aber hier nicht. Jetzt bin ich runtergerutscht. Muss vorsichtig sein. Also man kann sich hier ducken. Hat dann immer so die Position, wo man die Gegner töten kann. Und auch bei den, der Vorteil bei den AT-ST ist, jetzt muss man vorsichtig sein, die Sniper richten 50 Schaden normalerweise an. So, T-Fighter hören wir jetzt wieder. Die T-Fighter ziehen aber nicht alles ab. Und das war ein bisschen verfrüht, glaube ich. Das könnte ein Problem geben, weil er sich jetzt dreht. Ja, nicht gut. Ich habe ihn getroffen, aber er lebt noch. Oder ist er explodiert? Er ist explodiert, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe. So, der hat sich gedreht und er kriegt jetzt eine volle in die Breitseite. Ciao. Und so kann man sich Stück für Stück vornehmen. Nein, er lebt noch. Er raucht aber schon, definitiv. Irgendwas beschießt mich hier richtig doll. Hier kann man... Ach nee, hier kann man richtig gut in Deckung gehen. Jetzt wird's heftig. Ah, sehr gut. Er ist weg. Da ist das AT-ST. Normalerweise würde das hier raufgehen. Dann kann man es von hier einfach ausschalten. Dafür gibt es hier dann auch den Ion-Torpedo. Also diese Hand ist wirklich perfekt dafür, das zu schaffen. So, wir töten den jetzt mal hier. Der nervt mich nämlich. Und man kann immer so ein bisschen mit dem spielen. Hier bin ich und dann dreht er sich um und geht wieder runter. Und ansonsten sind die Gegner ja entweder hier vorne, da wo der Typ da langkommt. Oder wenn, auch die Fliegeviecher sind hier oben, da wo der ist halt. Ne? Oder halt da unten. Aber auf jeden Fall ist man sicher... und sollte nicht sterben. Also auch auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Hier kommt jetzt der AT-ST lang. Jetzt zucke ich mich hier einfach mal ganz billig. Schieße ich. Hier ist es gefährlich halt, weil ich bekomme noch einen Schaden. Also ich sollte ihn nicht zu sehr provozieren, wenn es gleich... Aber man muss aufpassen, wenn man hier so am Rand ist, man kann auch runterrutschen und dann hat man echt manchmal das Pech, dass man dann stirbt. So. Ich würde sagen, ich töte ihn jetzt einmal noch. Und in Alter, 32 Minuten... Dann würde ich sogar sagen, mache ich daraus zwei Parts und dann nehme ich doch noch weiter auf. Mache ich noch mal ein bisschen mehr. Ich dachte, das wären jetzt so 17 Minuten irgendwie, aber... Ja, nicht ganz so. Ne? Ein bisschen mehr schon, also machen wir hier ruhig noch mal den Rest voll. Die restlichen Wellen, es wird natürlich von Welle zu Welle mehr. Ich wollte mich hier jetzt ganz... habe ich nicht. Aus der Fähre ziehen wollte ich mich. So, gehen wir mal hier rein. 40, okay. Ich weiß nicht, warum die Gegner eigentlich nicht die Turbolaser zum Beispiel nutzen. Dann wäre es wirklich OP, ne? Wenn sie hier... Oh, die sind... Oh ja, die sind heftig. Auf den ersten Blick denkt man, oh, die machen wohl, die laufen von rechts auf links. Aber wenn die dich mal treffen, dann war's das. Weil die sind echt super heftig. Und die haben... Alter, die halten richtig viel aus. Aber wenn die dich treffen, zieht es, glaube ich, 80 ab. Dann war's das so gut wie. Ich habe das jetzt selbst gekillt. Ja... Ich glaube, der ist ja fast kaputt gewesen. Jetzt ganz schnell weg. Ne, der hat 58, okay. Ich sehe ihn gerade nicht. Ah, da ist er. Nein. Sieht jetzt natürlich weniger ein bisschen ab. Mann, die halten echt viel aus. So. Welle 10 kommt jetzt. Bereit machen für die nächste Welle. Ja, leider hat Star Wars Battlefront 3 keine wirkliche Kampagne, muss man sagen. Das hier ist also der Einzelplayer. Finde ich ein bisschen traurig insgesamt, vor allem wenn man auch Star Wars Battlefront 2 gespielt hat. Die hat natürlich eine Kampagne. Man braucht ja nicht alles 1:1 zu wiederholen, aber es gab auch Weiterentwicklung von dem Spiel, die dann im Endeffekt nicht mit übernommen wurden. Und gute Ansätze eigentlich. Und Star Wars Battlefront 2, ja, das war einfach... Ist einfach ein Traumspiel, finde ich. Es ist ein super Spiel. Ich habe es geliebt. Ich habe es von meinem Cousin abgekauft gehabt, ja, und man hat man da mit Druiden gespielt hat. Das war echt geil. Mit den Druidikas und man konnte Befehle geben, habe ich erst relativ spät herausgefunden gehabt. Aber es war relativ geil. Das Spiel ist wirklich geil und irgendwie tatsächlich, man mag es kaum glauben, aber mein Lieblingsspiel ever.
Natürlich kann man das jetzt so wie, ja, mit Grafik und so nicht wirklich vergleichen. Damals hatte man halt nicht diese guten Voraussetzungen, um solche Spiele zu bringen. Und die Technik halt, es entwickelt sich alles weiter, aber das Spiel an sich einfach ein Traum. Und vor allem Kashyyyk, da war ich richtig gut. Yeah, ich richtig geil. Ich habe da auch ein Let's Play von gedreht. Leider mit einer sehr schlechten Qualität, weil ich damals so einen richtig billigen Videograbber benutzt habe, auch ein Video dazu gemacht habe. Also, ich würde den nicht weiterempfehlen. Aber ich hatte es damals halt gemacht und damals war es ja eher noch so, what, du kannst von der PlayStation 3 aufnehmen? Geil. Es war 2010 oder so, nee, 2012 glaube ich, habe ich das Video gemacht, weiß ich nicht genau. Seit 2011 gibt es ja erst meinen Kanal, deswegen kann ja 2010 ja irgendwie nicht stimmen. Aber seit 2010 ist das wahrscheinlich schon möglich, also schon etwas länger halt. 5 plus TIE Fighter nähert sich. I see him, I see him. Oder sollte ich sagen, I see them. Okay. Da ist der eine. Schnell, bevor er sich dreht. Ah. Oh, shit. Das war der Typ, der mich hier getroffen hat. Der Unsichtbare. Go away, go away. Bam, 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 bam. Wow. What? No, no, no. Please, no. Oh, ich sterbe jetzt. Ja, ich bin tot, 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 ich bin nicht tot, ich bin nicht tot. Oh mein Gott. Gerade noch so ausgewichen hier. Ich will nicht sterben. Oh nein! Jetzt kommt der auch noch! Ah, damit habe ich gar nicht gerechnet. Hm, scheiße. Jetzt bin ich wirklich tot. Also wenn ich das überlebe, ja? Nein! Well. No, I'm fucked. No, 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 no. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on, come on, come on. Oh, I got it. No! Oh, fucking. Komm, nein. Ja. Hm, ja. Nein, was? Ah, doch. Rakete weg. So, schnell zu meinem Safe Point. Nein! Oh, scheiße! Feinde, fass dich! Und die Tiefe, da gibt's ja auch noch. Nein! Ah! Na! Fuck! Fuck! Let me alone! Let me alone! Let me alone! Gut. Ey, das ist echt pissig. So, knapp. Jetzt gucke ich mal hier, ob die Tieffighter wieder zurückkommen möchten. Da habe ich echt knapp überlebt gehabt. So, ich warte jetzt nochmal. Turn around, turn around. And bye bye. Da ist er. Also hier, wie gesagt, ein guter Punkt. Ah, da greift er mich an. Ja, muss man immer XXX voll spammen. Ich möchte mein Jetpack natürlich nicht benutzen. Und da laufe ich wirklich Gefahr. Ich komme gerade hier nicht hoch. Glaubst du das? Nein! Und... Das ist die falsche Richtung. Well, oh mein Gott. Alter, jetzt rutscht er hier wieder runter, ey, Mann. Das nervt so. Komm schon. Alter. Komm! Geh rauf! Geh rauf! Bitte. So, egal, ich würde sagen, genau, ich habe jetzt fast alles gezeigt, bis halt auf, ja, sowas mit einem T-Fighter oder mit einem Luftspeeder oder sowas ähnliches. Ihr habt jetzt einen Einblick bekommen und dann würde ich sagen, ist das Let's Play wirklich beendet. Singleplayer und Multiplayer. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ich glaube, Castlevania wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz fertig hochgeladen sein, also guckt mal da vielleicht rein. Ansonsten, mal gucken, was ich als nächstes mache. Wie gesagt, ich habe noch geplant, Dead Space irgendwann, Dead Space auf Platin aufzubringen. Momentan mache ich auf Platin Hitman. Hier habe ich extra noch ein Feuerwerk, sehr schön. Hitman mache ich gerade noch, die Trilogie auf Platin, aber danach könnte ich wohl Dead Space Let's Playen. Das wollte ich auf jeden Fall noch Let's Playen. Ich habe ja den ersten Teil Let's Played. Da bin ich sehr heiß eigentlich auf den zweiten Teil, Ego-Shooter und ja, Horror-Feeling, es soll noch gruseliger werden mit diesen ganzen Nekromanten. Das wird cool. Also, das werde ich wahrscheinlich Let's Playen. Hoffentlich guckt ihr dazu oder auch nicht. Auf jeden Fall möchte ich noch an dieser Stelle sagen,